Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich, Depp. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Hier! Alles frei! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinter. Okay, los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Hier also! Dauert! Habe ich gesagt. Behalte wenigstens eine Kugel, um dich selbst damit zu erschießen.
Mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Diese gottverdammten Bestien. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Noch ein bisschen mehr. Gasmasken auf. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei. Gehen wir. Das schaue ich mir mal an. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Die verdammte Lazarus. Die haben uns gefunden. Aufpassen. Feuer! Zum Ausgang! Thank you.
Bewegung, Bewegung! Nicht stehen bleiben! Diese Tür führt nach T6! Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Scheiße! Abgeschlossen! Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück.
Artyom! Hier! Gott sei Dank, du lebst noch. Wir haben Stepan verloren. Mist! Hey, Ruhe! Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Was ist denn? So, so, so. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Irgendwie habe ich ein Ungottesgefühl dabei. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Nächster Halt, der 6. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf, besonders du, Artyom. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann, Wladimir, bleibt hier und gebt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier.
Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Hier steht, dass es offenbar ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert.